German Television bekommt in den Vario neue Batterien, 12,8 Volt, 200 Amperestunden. Ich könnte sogar schon mit einer Batterie, könnte schon das Auto betreiben, würde gehen, oder? Ja, aber bei so großem Vario, da hast du auch viele, viele Verbraucher, die Ansprüche sind. Es würde aber gehen. Theoretisch ja. Ja, denn ich kann aus einer Batterie ungefähr wie viel Ampere rausnehmen, zeitgleich? 13,8 mal 200. 200 Ampere kann ich rausnehmen, das heißt also ungefähr 3 kW. Ja. Ah, nee, stimmt nicht. 12,8 ungefähr 2 kW, etwas über 2 kW, 2,2 kW. Und das Coole ist dabei, wir haben nicht nur eine Batterie bestellt, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 2 sind 1600 Amperestunden. Das ist ein bisschen mehr. Da kommst du sehr gut zurecht mit, ja. So, mein Auto habe ich dir vorbeigebracht. Hier stehen übrigens noch ein paar mehr. Das ist die meist verbaute Batterie, die du hast. Die 200er. Die 200er, die ist bei uns die Brot- und Butter-Batterie, sag Warum? Ich mal. Warum ist das so? Ja, erstmal wegen den Einbaumaßen und auch wegen der Leistung. Ne? 200 Amperestunden ist eine gute Leistung, auch für viele, viele andere Fahrzeuge, jetzt nicht unbedingt im Vario, wird die Batterie am allermeisten genommen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ich kann sie legen. Ah, das geht? Das geht, genau. Ist auch zugelassen. Ist auch zugelassen, ja. Die ist ab Werk in den drin schon in den neuen Varios. Ja. Und wir rüsten jetzt mal das Auto so nach, dass die neue Technik jetzt reingemacht wird. Zurzeit habe ich eine AGM-Batterie drin, die wiegt ein bisschen mehr. Ja, da sind dicke AGM-Batterien drin. Ich meine, das waren 210 Amperestunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 6 Stück oder 5 Stück. 1, 2, 3, 4, meine ich, hast du drin. Oder waren es 6? Da haben wir ein Video von gemacht. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Genau, da haben wir ein Video gemacht. Ich meine, es waren... Aber ein irres Gewicht auf jeden Fall. Also ich schätze mal so 250, 300 Kilo waren da drin. Mit Sicherheit. Sie sparen jetzt allein an Gewicht ungefähr... Die Hälfte sparen wir ein. Locker. Die Hälfte ein. Ja. Die Leistung, die ich entnehmen kann, ist mehr als das Doppelte, oder? Ja, also bei den Batterien, bei Lithium ist halt der Vorteil, ich kann die zu 100% komplett entladen. Das kann ich mit der AGM-Batterie nicht. Die kann ich, wenn sie neu sind, maximal 50% entladen. Ich sage das den Kunden immer so, sie haben einmal Wasser im Fahrzeug, dürfen aber nur 50% davon entnehmen, die anderen 50% bleiben drin. Die Gewichtsersparnis, was denkst du? Ich glaube, du hattest 6 Batterien drin, mal 70 Kilo, 6 mal 7 sind 42, 400, sagen wir 400 Kilo roundabout. Mhm. Und dann haben wir mit Sicherheit die Hälfte an Gewichtsersparnis, also gute 200 Kilo. So, du machst noch ein bisschen mehr, da kommt was Neues rein von Dometic, nämlich ein Automatiklüfter. 2 Stück. Der muss noch organisiert werden, 2 Stück. Der hat jetzt kein Oberlicht mehr, darauf habe ich aber auch verzichtet, weil der einen Wärmetauscher mit drin hat. Das heißt, du hast ja hier normalerweise einen Max-Fan oder hier von Belluna so einen Automatiklüfter. Ja. Das ist auch eine gute Sache, da ist aber jetzt kein Wärmetauscher drin. Nein. Und der hat sogar eine Automatik drin, der misst den Sauerstoffgehalt und die Luftqualität und tauscht automatisch die Luft aus. Ist doch cool, ne? Wir haben noch keinen verbaut. Deshalb wird bei uns bei deinem Fahrzeug jetzt auch das erste Mal als Pilotprojekt, da sind wir auch auf deine Rückmeldung angewiesen, dass du uns dann nochmal sagen kannst, wie toll das funktioniert. So, geparkt habe ich draußen, komm mal mit. Da vorne liegt auch ein Max-Fan, der ist nicht für uns, sondern der wird gleich eingebaut. Kunden, der kommt. Der kommt hier in den Kastenwagen rein. In den Kastenwagen. Ja. So, da steht das Auto. Das haben wir schon mal runtergelassen. Das Auto muss raus. Denn ich fahre mit meinem kleinen IQ nämlich zurück nach Saarbrücken. Und wir sehen uns am Montag nächste Woche. Da ist er runtergefahren. Da hast du schon einige gemacht. Thema Vario. Ja. Du hast ein Vario mal komplett auseinandergenommen. Ja. Und hast da komplett zum Beispiel Victor nachgerüstet. Da ist auch ein 5000er Quattro reingekommen vor über 2 Jahren. Und der Kunde ist bis heute mit der Anlage super zufrieden. Haben wir bei uns auch mit aufgelegt auf unserem Portal. Funktioniert alles einwandfrei. Ja, ich wollte eigentlich eher mal zeigen, wie groß der Platz ist für große Liner. Du hast ja neu gebaut. Hätte ich fast gesagt, du hast alles neu renoviert. Die Halle, die gab es schon, aber du hast sie einmal auf links gedreht. Für die Bedürfnisse angepasst. Hast einen Parkplatz, wo ganz viele Liner stehen können. Jetzt sind es relativ wenige im Moment, aber es ist Wochenanfang. Ja, ja. Aber guck mal, da könnten jetzt noch 2 daneben stehen. Du kannst drehen im Hof. Ja, das ist, so haben wir auch hier den Hof und so weiter alles auch so gestaltet, dass hier auch, wenn größere Fahrzeuge kommen sollten, mit entsprechenden Anhängern bzw. Hinten noch ein Trailer mit dran, dass sie auch ausreichend Platz hier haben. 3 Tore mit jeweils mindestens 4 Meter Höhe. Ja. Auch das ist ganz wichtig. Dann können die Fahrzeuge auch mal hier stehen für 2, 3 Wochen. Ja. Wenn der Kunde sagt, ich brauche das Auto mal nicht, die werden nicht direkt gezwungen. Ach, du musst das Auto wieder abholen. Ja. Nee, ist so. Das Ganze ist zusätzlich auch nochmal entsprechend versichert. Ja, 16 Kamerasystem, alles Alarm abgesichert hier auch. Oben nochmal mit großen Flutlichtern versehen. Also ich fühle mich wohl hier. Das ist die Hauptsache. Ich habe einmal hier nachts geschlafen, das weiß ich noch. Ja. Und man schläft sogar mit offenem Fenster hier, weil es ist wirklich so. Ja. Also da vorne stehst du, da ist die Einfahrt. Die Einfahrt selber ist riesengroß. Ja.
Die wurde nochmal entsprechend vergrößert. Genau, das war eine Einfahrt von 5 Meter. Wir haben da 6,50 Meter rausgemacht, plus das kleine Türchen da. Und der Vorteil ist, wir haben hier direkt einen Wendehammer. Da ist also eine Sackgasse. Wir sind die letzte Firma hier auf dieser Straße. Und hier, wie gesagt, ist der Wendehammer und danach kommt auch nichts mehr. Also es geht um das Thema Zufahrt. Du hast dich voll auf große Liner eingeschossen. Du hast aber auch viele kleine Kastenwagen und so weiter. Aber gerade die großen 12-Meter-Fahrzeuge, das weißt du aus eigener Erfahrung. Du hast jetzt einen C-Führerschein. Ja. Das ist so deine Domäne. Du verkaufst ja keine Wohnmobile. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja. Du hast dich nur auf das Thema Technik verschrieben. Du machst doch keine Schrankumbauten oder nein, so irgendwas, nein, sondern nein, es geht um das Thema zum Beispiel Batterietechnik. Ja, Batterie, also Lithiumtechnologie, Solartechnik, Wechselrichter, Netzvorrangschaltung und so weiter gehört mit dazu, ist klar. Dann Verladesysteme machen wir von der Firma Vitec. Wir machen die Dachlüfter. Und Waschmaschinen. Waschmaschinen, Kühlschränke und solche Sachen machen wir auch. Das kommt alles unter den großen Fachbegriff Technik. Aber wir machen nichts jetzt mit Schreinerarbeiten, Holz und solche Sachen machen wir nicht. So, ich bin mal sehr gespannt. Also, wir werden jetzt Carex mal auf Herz und Nieren testen. Und mir war einfach nur wichtig, dass das menschlich gepasst hat. Witzigerweise kennen wir uns jetzt schon über Lirontron seit ewigen Zeiten. Das ist nämlich ganz interessant, nämlich seit, ich überlege mal gerade, seit 2001 tatsächlich. Jetzt haben wir 2001 kann nicht sein. Doch, 2021. Nee, 2021. 21, 4 Jahre. Ja, ja. Ich hatte dich wohl schon mal vorher gesehen, meine ich, irgendwo bei Morelo, bei irgendeiner Veranstaltung, aber da haben wir uns noch nicht gekannt. Aber gesehen hatte ich dich schon eine Weile vorher. Ja, schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Und wir werden mal schauen. Ich lasse dir jetzt mal mein Auto zu treuen hier. Ja. Das kann man auch machen. Tschüss. Bis später. Tschüss.